Darf man bald nicht mehr mit dem SUV einkaufen fahren und Luftballons in die Luft fliegen lassen? Ja, es gibt einige Themen zum Aufregen heute für Mick und mich gleich auf Aktienlust TV. Ja, herzlich willkommen auf Aktienlust TV. Herzlich willkommen, Mick, hier bei uns in Fulda. Ja, und wie du ja weißt, lieber Mick, habe ich ja mir dieses Jahr vorgenommen, in meiner Facebook-Kolumne, in meiner wöchentlichen, mich mal nicht mehr so viel aufzuregen. Ja, das macht mich froh, war mein Motto in diesem Jahr. Und ich habe es tatsächlich auf 34 Teile gebracht. Aber allmählich hat sich so viel aufgestaut, ja, dass ich nicht mehr so richtig froh bin, sondern mich wieder mal richtig aufregen muss. Da gibt es ja einige Themen. Ja, kann ich mir vorstellen, du hast einen dicken Hals, aber den habe ich im wahrsten Sinne des Wortes auch mittlerweile bekommen. Und ich bin ja immer recht ruhig, recht friedfertig. Aber seit jetzt der letzten Tage der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt oder halt eben auch die letzten Tage, was ich so in den Medien lese, im Fernsehen sehe, ja, es wird mir leicht schwindlig und schlecht, meine Damen und Herren. Ja, ich meine, wir haben ja bald nicht nur AKK, sondern auch die KAA, die kleine Automobilausstellung, weil international ist das ja schon nicht mehr. Nein, ist es wirklich nicht. Man muss dazu sagen, dieses Jahr keine französischen Autos, keine italienischen Autos, heißt also auch kein Ferrari. Tesla war schon 2017 nicht mit dabei. Aus Japan war nur Honda mit da. Ja, ansonsten haben sich die Deutschen die Messehallen, die deutlich kleiner geworden sind, mit den Chinesen letztlich geteilt. Also, jetzt wissen wir noch nicht mal, das ist eine der Vorzeigemessen Deutschlands gewesen, alle zwei Jahre die IAA. Ob die überhaupt noch in Frankfurt stattfindet, könnte nämlich auch sein, dass man die splittet. Ein bisschen Köln, ein bisschen Berlin und dann wieder ein bisschen Frankfurt. Also, wir schaffen auch mittlerweile das alles ab. Ich meine, und das ist ja auch kein Wunder, dass sie nicht kommen, weil ich meine, die bekommen natürlich auch in den ausländischen Medien mit, was bei uns in Sachen Auto los ist. Ja, Demonstrationen, ja, große Mediengeschwafel, SUV-Fahrverbote oder alles Mögliche, was denen da einfällt, ja. Und gehypt werden die Schulkinder, ja, die lassen sich zwar von ihren Eltern zur Schule fahren, aber machen einen auf schulfreien Freitag, um dann für das Klima zu demonstrieren. Ja, auf der anderen Seite, wie du richtig sagst, hängen sie morgens früh dann ihren kleinen Arsch in den SUV rein, um die Schule, Kindergarten zu kommen, mittags zum Sport mit Mama und abends dann natürlich von der Disco abgeholt zu werden. Alter, so geht's de facto auch nicht. Und beim Cloud Gaming, ja, machen Sie sich auch keine Gedanken darüber, was das an Strom verbraucht oder irgendwas. Das ist, wir haben sowieso so eine ideologisch durchseuchte Gesellschaft mittlerweile, ja. Wenn man solche Themen hat, da gibt es keine Grauzone mehr. Es gibt nur noch schwarz auf weiß. Entweder du bist fürs Klima oder du bist dagegen. Und dabei sind wir ja noch ein ganz anderer Jahrgang, meine Damen und Herren. Wir waren schon immer fürs Klima. Wir sind wesentlich bewusster aufgewachsen und auch erzogen worden. Ja? Das heißt, wir haben uns seinerzeit um die eigenen kleinen Felder gekümmert, die wir im Hintergarten stehen hatten, haben Möhren, Karotten, alles Mögliche angebaut. Wir haben die Klamotten aufgetragen. Ansonsten bekamen sie nämlich dann die Geschwister und nicht mal schnell zu TK Maxx oder Primark für 10 Euro was kaufen und nächste Woche in die Mülltonne hauen. Das haben wir nie praktiziert. Ja, und wir sind noch natürlich zur Schule gelaufen, ja. Weite Wege zum Zug oder irgendwas, damit wir zur Schule, wir sind da nie gefahren worden, Nein. Ja. Und natürlich ging es auch nachmittags mit dem Fahrrad, waren wir unterwegs, ja. Heute gibt es die Elektroroller und alles Mögliche, fragt auch keiner danach, wie die Batterien erzeugt werden, ja, was da vielleicht an CO2 erzeugt wird oder bei der Produktion schon allein. Das ist heute alles normal, ja, Kreuzfahrt machen, ja, mit der Klasse, auch das. Klassenfahrt mit Kreuzfahrern, hallo. Ja. Und das ist auch eine Klasse, die freitags gern mal schulfrei macht. Ja. Also Freunde des schulfreien Freitags, ja, mal aufgepasst und darüber nachdenken. Ja, und vor allen Dingen die da letzte Woche am Samstag mit 20.000 Fahrrädern von der IAA waren, das war ja grundsätzlich keine schlechte Idee. Nur ist es rund um den Ballungsraum Frankfurt zu solchen Staus gekommen, dass ich gar nicht wissen will, wie viel Emissionen alleine durch den Stau an diesem Samstag erzeugt worden ist. Alter,
bisschen nachdenken manchmal besser. Hat ja sogar Dieter Nuhr neulich mal in seiner, nee, ich meine, das ist ein kritischer Zeitgeist, ja, aufgegriffen. Ja, wir wickeln die Dieselindustrie ab, ja, die bekanntlich gar kein CO2 ausstößt, ja, Elektroautos zu fahren, die bei der Produktion so viel CO2 ausstoßen, dass man einen Diesel 8 Jahre fahren kann, ja, aber dafür ist der Motor vegan und glutenfrei. Ja, und dazu haben wir ja noch die neuen E-Roller, von denen der Jürgen eben gesprochen hat. Schöne Idee an für sich, nur ich betrachte das natürlich aus dem Aspekt raus, dass ich sage, und wer sammelt die abends ein? Ich hab's gesehen, meine Damen und Herren, ja, da kommen nämlich dann LKWs, die Diesel verbrauchen und heben jeden kleinen Roller wieder in das laufende, stehende Motorgeräusch rein ins Fahrzeug und fahren sie dann wieder zum Sammeltransport. Auch nicht so unbedingt ideal. Und generell, ja, jetzt auch wieder Sendung gesehen, Altmaier, unser Wirtschaftsminister bei Blasbeck, auch Thema natürlich wieder Klima. Ja. Da spricht er vom ökologischen Fußabdruck, den man hinterlässt beim Fleischessen. Ja. Also da kriege ich wirklich, da kriege ich Halsschmerzen. Ja. Also wirklich kleinlaut. Und er wünscht sich ja doch, dass auch die Jugend auch noch nach der Schule doch auch noch mal ins Ausland reisen darf, vielleicht sogar nach Neuseeland fliegen, dass das noch möglich ist. Und dann noch das Allergrößte. Er kocht ja gerne, ja, und er macht jetzt weniger Rindfleisch, mehr Hähnchen für den ökologischen Fußabdruck. Ja, kann er ja für sich auch bestimmen, aber wir leben ja nach wie vor noch in einer Demokratie, meine Damen und Herren. Ich glaube, das, was man isst, ja, das sollte man doch nach wie vor auch noch selber entscheiden können. Ich glaube, dazu sind wir doch alle mündig genug. Aber das sind immer wieder diese Themen, diese ideologischen Themen. Gerade Klima, ja, CO2, es steht jetzt fest, CO2 ist schuld. Ja, es gibt Wissenschaftler, die gibt es, ja, die anderer Meinung sind. Ja. Und nicht gerade wenige. Aber das darf man nicht in den Mund nehmen. Nein. Ja. Und das ist bei allen Themen, die so belastet sind, ist das der Fall. Ja. Die Grünen jetzt, ja, wollen Luftballons verbieten. Mhm. Ja. Luftballons wollen sie verbieten, meine, okay, Strohhalme, klar, die kann man natürlich irgendwo aus Holz oder anderen Dingen noch fertigen, aus Bambusrohr, lasse ich mir ja noch alles gefallen. Und wir Deutschen, wir sind ja wirklich schon die absoluten Trenner. Das fängt ja bei Müll an, Plastik, Papier, Glas, Hausmüll, Biomüll. Wir trennen unsere Kleidung, wir trennen unsere Schuhe, wir bringen unseren Elektroschrott wirklich auf einen Elektroschrottplatz drauf. Alter, es ist ja nun nicht so, als ob wir hier nie etwas getan hätten. Also wir sind sogar Vorbild, was das Absolut. Thema Mülltrennung angeht. Ja. Ja. Da muss man mal in andere Länder fahren, wie die mit diesem Thema umgehen. Ja. Aber da finden unsere Grünen auch noch Gründe dafür, dass wir dafür verantwortlich sind, dass irgendwo an Stränden, irgendwo in Afrika der Plastikmüll liegt. Das sind wir dran schuld. Ja. Das ist alles teilweise Aktionismus, blinder Aktionismus, fern von eigentlich fundamental begründbaren Argumenten. Absolut. Und ich denke, Jung und ich, wir sind also auch für ein gesundes Klima. Wir haben beide Kinder. Wir wollen, dass die dementsprechend natürlich auch in einer gesunden Umwelt aufwachsen. Aber das Ganze so zu hypen, wie es momentan in Deutschland mal wieder geschieht, das ist tatsächlich fehl am Platz und absolut nicht notwendig. Und über wirklich wichtige Themen wie eben die Vermüllung der Meere, ja, wie das Abbrennen der Regenwälder, ja, da geht niemand auf die Straße. Das sieht man in Deutschland nichts. Nee, es geht ums Auto. Ja, aber auf der anderen Seite die großen Dampfer, die großen Tanker, die da tatsächlich nicht nur CO2 auf den Meeren verblasen, sondern auch noch Öl heimlich verklappen, da würde aber keiner aus der Industrie rangehen, weil zu teuer. Typisches Beispiel übrigens, ich habe jetzt auch mal wieder einen Beitrag gepostet, ja, bekomme ich ein schönes Post von einem von mir Bekannten, ja, auch ein sehr klimafreundlicher Mensch, ist es immer ganz stark dabei, wenn es um den Thema Klimaschutz geht, ja, fliegt aber selbst quer durch die Welt in den Urlaub, ja, postet immer Bilder, wenn er ein tolles neues argentinisches Steak wieder mal auf dem Teller hat, ja, oder wenn er Ferrari sieht, ja, ist er ganz wuschig, ja, die tollen Autos, ja. Aber bei der Klimadebatte an vorderster Front. Und das ist diese Scheinheiligkeit in unserem Land. Die regt mich furchtbar auf. Ja, da kann ich auch gut verstehen, dass du mittlerweile nach so langer ruhiger Zeit dann allmählich nicht mehr froh bist. Ich bin es mittlerweile auch nicht. Und vor allen Dingen, meine lieben geschätzten Kollegen aus den Medien scheinen ja mittlerweile auch einfach dumpf wie die Lemminge hinterher zu laufen und in die gleiche Kerbe zu hauen. Nur weil es gerade schick ist oder, wie ich vermute, Einschaltquote bringt. Tut mir leid, meine Kollegen, ist auch nicht ganz in Ordnung.
Nächstes Thema Lehrermangel. Ja, neulich eine Sendung gesehen. Ja, auf einmal ist alle Welt überrascht, dass wir zu viele Kinder haben. Ja. Ach, wir? Ja, also in Deutschland gibt es auf einmal zu viele Kinder. Ja. Okay. Und deswegen fehlen die Lehrer. Dasselbe wie vorher bei der Wohnungsnot. Ja. Da muss man auch nur einfach mal die Mathematik bemühen. Wenn ich 2,5 Millionen Menschen neu ins Land hole, da brauche ich Wohnungen und da brauche ich auch Lehrer. Zwangsläufig. Ja, und das ist einfach ein Defizit, dass ich erst handle und dann denke. Ja? Und dann wundert man sich, dass bei knappem Wohnraum die Preise hochgehen. Ja? Oder dass Unterrichtsstunden ausfallen in der Schule. Ja, da muss ich doch mal vorher denken. Ja, und dann handeln, meine Damen und Herren. Und das sind die Dinge, die bei uns momentan einfach nicht passen. Ja, es wird sich politisch, es wird nur rummanövriert, ja, keine Konzepte, weder in Sachen Digitalisierung des Landes, ja, weder eben auch in Sachen Energiewende. Ja, wenn man das will, dann muss man konsequent sein. Da darf ich mir nicht einen Strom aus Polen und Frankreich kaufen, die Kohle verbrennen oder Kernenergie erzeugen. Das muss ich vorher wissen, richtig, wie ich das mache. Und vor allen Dingen beim großen Thema, was ja immer geschrien wird, Elektromobilität. Ja, was hat denn die Bundeskanzlerin und vor allen Dingen die Bundesregierung beschlossen? Bis 2020 100.000 Elektrotankstellen in deutschen Städten. Wir haben jetzt 2019, meine Damen und Herren, und wir haben mal gerade 20.000 von diesen Zapfstellen. Das heißt, es fehlen noch 80.000. Also auch hier fehlt die notwendige Konsequenz, tatsächlich zu sagen, wenn wir schon auf Elektro wollen, dann müssen wir auch Angebote tätigen. Denn niemand hat mehr Angst vor der Stromangst als derjenige, der in ein solches Auto reinfährt. Es ist wie bei Ihnen, Sie verlassen das Haus mit einer Akkubatterie auf Ihrem Handy von 20%. Haben Sie schon ein unwohles Gefühl? Ja, so geht's den Elektromobilfahrern auch, ja. Ist nichts mehr im Tank, wo kann ich denn an den nächsten Strom kommen? Da muss dann auch mal nachgelegt werden. Ja, und nächste Frage natürlich, selbst wenn wir dieses Netzwerk haben, wo kommt denn der Strom her? Richtig. Weil dann brauchen wir erheblich mehr Mengen an Strom. Ja. Ja, der muss ja irgendwie erzeugt werden. Ja, so viel Windräder und Solarkraftwerke kann man gar nicht bauen, dass das funktioniert. Also das ist alles nicht schlüssig zu Ende gedacht. Richtig, und da sollte man mal vielleicht anfangen, mal Punkt für Punkt langsam, aber sicher aufzuarbeiten, was hier in Deutschland schon geleistet wird und was sicherlich noch leistbar wäre, aber nicht auf einmal in wilden Aktionismus und wilder Euphorie auf allem herumzutrampeln, alles schlecht zu machen, Industrien nach unten zu sauen, die schon seit Jahren und Jahrzehnten Bestand haben. Und wir müssen wieder dazu kommen, dass man über Themen reden darf, dass man diskutieren darf, dass man auch über Themen wie eine Flüchtlingspolitik kritisch berichten kann. Ja? Nicht, wenn man kritisch zur Flüchtlingspolitik ist, ist man ein Ausländerhasser. Na, gerade das Gegenteil. Die schlechte Flüchtlingspolitik sorgt ja dafür, dass viele Mitbürger hier, die modern in unserem Land leben, mit uns leben, die arbeiten, die ja momentan einen schwierigen Stand haben, weil man ja nicht weiß, wie lang sind die schon hier. Ja, das ist richtig. Auch das ist ein Thema, was man tatsächlich auch mal zur Diskussion stellen darf, meine Damen und Herren. Wir haben nicht nur schlechte oder wirklich nur gut in der Mitte, gibt es auch noch Meinungen und auch die wollen gehört werden. Und die müssen gehört werden, sonst kriegen die Ränder noch mehr Zulauf. Ja, das ist ja auch die Kritik an unserem politischen Spektrum. Ja? In den letzten Jahren, es gab ja nur noch einen Rand auf die linke Seite, ja, von der Mitte weg nach links. Die SPD und die Union, die wussten ja gar nicht zwischenzeitlich, wer ist denn noch mehr links zu Hause, ja? Und ja, dass dann irgendwelche Leute in der Mitte gar nicht mehr wissen, wohin, ja, da muss man sich doch nicht wundern. Und wenn es in der Mitte nichts im Angebot gibt, und da muss man auch mal die FDP scharf kritisieren, die hat eine Jahrhundertchance hier verpasst, mit modernen Themen dieses Vakuum irgendwie zu füllen, ja. Ja, wenn es da nichts gibt, dann muss man sich dann auch nicht wundern, wenn dann die AfD gewählt wird. Das ist so. Und viele Menschen nutzen das momentan tatsächlich, um halt eben der Bundesregierung einen Denkzettel zu verpassen, ein bisschen einen Stachel ins Fleisch zu setzen, dass es wehtut, dass das letztlich vielleicht nicht unbedingt zielführend sein mag. Naja, weiß man nicht so genau, denn die etablierten Parteien, die müssen jetzt auf jeden Fall nach und auch auf jeden Fall umdenken. Und diese Medienmanipulation, ja, die hat man ja jetzt aber in den jüngsten Wahlen gesehen. Ja, da haben sich die etablierten Parteien dafür gefeiert, dass sie eine Mehrheit der AfD verhindert haben.
Alle haben sie verloren, bis auf die AfD, aber alle feiern sie. Ja, und das kann auch nicht sein, meine Damen und Herren, denn die, die gewählt haben, das sind legitimierte Wähler und wir leben nach wie vor noch in einer Demokratie hier in Deutschland. Und es kann eben auch nicht sein, dass man über Rechtsradikalität darf man schimpfen, über Linksradikalität nicht. Ja, und was da an linksverseuchter Ideologie in unserem Land verbreitet wird und wie da auch agiert wird, ja, gegen Polizei, gegen Rechtsstaat etc., wie der verhöhnt und verlacht wird, ja, das ist mit Sicherheit genauso kritikwürdig wie Rechtsradikalismus. Ja, alles, was extrem ist und das, was wir momentan erleben, ist extrem, auch in dieser Klima-, in dieser Umweltdebatte, das ist letztlich schädlich, das ist wenig zielführend und es bietet halt eben auch keinen Platz für Diskussionen. Und dann sind wir natürlich auch noch bei unserer Finanzpolitik, bei unserer Geldpolitik. Ja? Als letztes Thema, das muss ja bei uns auf unserem Aktienlustkanal sein, Thema EZB, Thema Mario Draghi, Thema Christine Lagarde, die das mit Sicherheit noch schlimmer machen wird. Ja, sie wird es auf jeden Fall nicht verändern. Und wir haben es ja gesehen, es gab ein Abschiedsgeschenk des EZB-scheidenden Chefs Mario Draghi, den Minuszins nochmal von 0,4 auf 0,5% gesenkt. Aber auf der anderen Seite ganz klar auch kundgetan, es gibt ein Anleihe-Ankaufprogramm. Das heißt, frische Euronen für den Markt. Dass der zuerst mal gejubelt hat, das mag ja sein. Aber wenn man hier auch mal tiefer nachdenkt, dann ist das nach wie vor ein Schlag ins Gesicht jeden Sparers. Und auch hier wäre die Politik gefordert, Aufklärung zu betreiben. Weil wir sind nicht mehr in der D-Mark-Zeit. Wir sind nicht mehr in der Zeit, wo man sagen kann, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Da kommt man nämlich nicht weiter. Dieses Spardenken der Deutschen, ja, etwas auf die hohe Kante zu legen, das ist mittlerweile gefährlich geworden. Nein, und vor allen Dingen, es wird teuer, meine Damen und Herren. Sie werden in Zukunft Geld dafür bezahlen, dass die Bank ihr Geld verwahrt. Nicht nur, dass es die Inflation bei Zeiten noch ein bisschen wegfrisst. Nein, sie werden dafür Geld bezahlen. Und das kann es doch wohl nicht sein. Und das sind dann eben auch so Denkfehler, die ja heute teilweise stattfinden. Ja, ihnen wird jetzt suggeriert, ja Mensch, dann nutzen sie doch das, die günstigen Zinsen, ein Haus zu bauen. Ja, sie bezahlen aber momentan fast das Doppelte, als sie das vor 5 Jahren hätten tun müssen. Also das ist auch ein Scheingeschenk, dass sie durch diese günstigen Zinsen haben, weil eben alles teurer wird. Die Kaufkraft schwindet. Und von daher ist hier dringender Aufklärungsbedarf, dass wir eben in einer Zeit von billigem Geld sind und dass man dann Geld anders anlegen muss. Ja? Und das ist ja wieder unser Kernanliegen nach draußen, dass die Leute sich mit Aktien beschäftigen müssen. Ja, sie haben ja nur 3 Sachwerte, meine Damen und Herren. Und ich bezeichne es immer ganz gern als Dreirad, so wie sie Fahrradfahren gelernt haben. Das große vordere Rad haben sie die Aktie, dann haben sie als andere Rad die Immobilie und wer hinten als Dreirad, als Stützrad noch braucht, der kann da immer noch ein bisschen Gold kaufen. Aber an den vorderen 2, zumindest an einem, kommen sie de facto nicht vorbei und da ist und bleibt die Aktie absolut alternativlos. Und lassen Sie sich da auch bei dem Thema nicht wieder ideologisch verseuchen. Weil natürlich ist dieses Thema Unternehmen, Börse, Aktien in unseren Medien negativ besetzt. Ja, das sind alles Betrüger, Verbrecher. Jeder, der erfolgreich ist in der Wirtschaft, der muss ja irgendwie ein Gauner sein. Ja, weil es geht ja dann darum, der hat ja irgendwo beschissen, betrogen, belogen oder sogar geklaut. Aber das ist doch nicht der Fall, meine Damen und Herren. In dem Moment, wo Sie Aktionär werden, da werden Sie doch so ein bisschen auch zum Unternehmer, denn sie halten ja Anteile an einem Unternehmen und sagen, denen gebe ich mal Geld, ich will aber natürlich mehr letztlich raushaben, ich möchte Gewinne machen, ich möchte meine Dividende einstreichen und das ist doch wohl durchaus mehr als korrekt. Und glauben Sie mir eins, als Geschäftsführer, als Unternehmer, da ist man heute eher im Knast als normaler Bürger. Sie können sich gar nicht vorstellen, welche Anforderungen heute an einen Geschäftsführer einer GmbH gestellt werden. Der muss alles wissen und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ja? Das kommt noch dazu. Also mit einem Bein steht man als Unternehmer hier bei uns im Land im Knast. Ja, also
da muss man sagen, Hut ab vor denjenigen, die wirklich was schaffen, die wirklich etwas tun, die unsere Gesellschaft voranbringen, die Arbeitsplätze schaffen, die letztendlich dann auch für Steuereinnahmen sorgen, damit es überhaupt in unserem Land weitergeht, damit wir überhaupt diese ganzen sozialen Programme finanzieren können, die wir in unserem Land ja aufgelegt haben. Ja, und das Thema Arbeitsplätze bedingt natürlich auch Ausbildungsplätze. Wo soll die Jugend denn später mal lernen, wenn wir keinen Mittelstand mehr haben, keine Großindustrie mehr haben, weil wir sie abgeschafft haben? Wo wollen sie denn die ganzen Lehrlinge dann dementsprechend beschäftigen? Was soll der Mensch denn dann später mal arbeiten? Also gerade jetzt in diesen Zeiten von Nullzinsen, in den Zeiten, dass Geld weniger wert ist, wäre es umso wichtiger, dass auch von der Politik die Unterstützung kommt, dass die Menschen, die Unternehmen, börsennotierte Gesellschaften positiver sehen, dass es sich lohnt, sich an diesen Unternehmen zu beteiligen, dass man auch stolz ist, an einem solchen Unternehmen zu arbeiten, dass man am Erfolg beteiligt wird über Dividenden der Aktien, die man gekauft hat, dieser Gesellschaften. Ja, das muss positiv sein und es ist auch positiv. Ja, bloß es wird halt eben auch in diesem Land gerade dieser Punkt und das schon seit Jahren entweder totgeschwiegen oder letztlich schlecht gemacht. Also Mick, wir haben wieder mal Dampf abgelassen. Wir hätten wahrscheinlich noch eine halbe Stunde weitermachen können. Also die Themenliste ist noch lang. Aber für heute, sagen wir mal, reicht es. Ja, denke ich auch. Aber Sie wissen, Sie haben es ja gehört, meine Damen und Herren, wir fordern nur ein bisschen mehr Nachdenken, ein bisschen mehr Respekt auch vor der Meinung des anderen, ein wenig mehr Toleranz, aber vor allen Dingen, dass Sie über Ihr Vermögen und über Ihr Geld nachdenken. Denn das ist schließlich Ihre Zukunft. Das war Pfarrer Mick Knauf mit dem Wort zum Mittwoch. Donnerstag.